Hallo meine lieben Weltraumreisende da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Deliver Us the Moon. Wir können jetzt endlich hier wieder nach draußen. Die Luftschleuse, die aktiviert. Wir haben wieder mal keinen Sauerstoff. Ach, ist das herrlich. Das letzte Mal haben wir dieses Rätsel hier gelöst am Ende, mehr oder weniger versehentlich. Naja, was heißt versehentlich? Also ich war auf dem richtigen Weg, da hab dann gedacht, ich bin auf dem falschen Weg und dann habe ich festgestellt, ich war doch auf dem richtigen Weg. Manchmal ist man auch versehentlich schlau. Kommt durchaus vor. So, jetzt muss ich gerade eben bloß mal schauen, was ich hier machen muss. Mit den Teilen hier irgendwas tun? Nö. Ach, hier muss ich irgendwas tun. Da ist irgendwas kaputt. Der Einschienenbahnverkehr zwischen dem Copernicus, Mondzentrale und Tombow verläuft direkt durch diesen Außenposten. MacArthurs fragwürdige Befehle, dieses Kabel zu sabotieren, stört erheblich den Verkehr von einer Basis zur anderen, sodass Tombow und der MBT-Reaktor von dieser Mondzentrale aus viel schwerer erreichbar sind. Die Frage ist, ob ich das jetzt reparieren kann. Ich persönlich nehme an, nein. Verwende die Einschienenbahn. Ja, ich muss das Ding halt wieder verlassen. Aber das Problem ist halt. Wo hilft mir das gerade eben nichts? Ich gehe nochmal rein. Ich brauche ohnehin Sauerstoff. So, der kleine Knirps geht nochmal nach draußen. Ich schaue mir das jetzt erstmal aus seiner Sicht an. Vielleicht kann ich mit ihm ja da was machen. In aller Ruhe sich umgucken und so, ne? Oder muss ich das hier vielleicht aktivieren? Moment. Also auf jeden Fall erstmal Sauerstoff organisiert. Das habe ich mir natürlich noch gar nicht angeguckt, das Teil hier. Weil es auch nichts bringt. Das hier, kann ich das öffnen? Ja! Yeah. Okay, es gab Sauerstoff. Toll. Es gab Sauerstoff. Also gut, ich muss dieses Teil irgendwie reparieren. Einen Weg finden, es zu reparieren, oder? Nee, ich kann es nicht reparieren. Ist nicht. Vielleicht. Ja, ganz kurz mit dem kleinen Kollegen das hier machen? Nö, auch nicht. Wir müssen ein bisschen Sauerstoff im Auge behalten, ne, logischerweise. Okay, ich bin gerade eben echt ein bisschen jetzt hier verwirrt. Was genau kann ich jetzt hier noch tun? Ich kann jetzt zwar raus, aber es bringt mir nichts. Verwende die Einschienenbahn. Okay, geht das jetzt einfach wieder? Ich guck mal, ob das jetzt schon das Rätsels Lösung war. Scheint so. Okay. Ja, dann will ich nichts gesagt haben. Ja, wir haben es anscheinend schon gelöscht, versehentlich. Schon wieder versehentlich. Und weiter geht's. Freie Fahrt. Bilder sind schon geil, ne? Man stelle sich vor, eine Einschienenbahn auf dem Mond. Hui. Sind wir unterirdisch schon? Na gut, irgendwo muss man ja das Helium-3 abbauen. Verweigert. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Okay. Der Reinhold-Krater-Basis. Tombow-Strecke blockiert.
zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Nein! Das kam ein bisschen arg plötzlich. Das Spiel, Manno, das Spiel kommt einfach jetzt hier mit einem Quicktime-Event um die Ecke. Ist das gemein? Tombo-Strecke blockiert. Ja. Yeah. Kollisionsvermeidung, Strecke wechseln. Alles klar. Schön Schranke auch. Jetzt muss ich hier Ausweichmanöver starten oder wie am laufenden Band. Ja, ist klar, da kommt. Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung, Strecke wechseln. Aha. Dann werden wir schneller. Ja, genau. Bahngeschwindigkeit kritisch. Bremsen betätigen. Okay. Habe ich es gerade noch geschafft? Ich wollte eigentlich S drücken, weil ich dachte, S wäre der entscheidende. Mhm. Ich dachte, S wäre logisch, aber für rückwärts, ne? Aber es ist F. Also ohne Witz, das ist. Tombo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Ja. Wenn man es weiß, ist es leicht, wisst ihr? Ach, Quicktime-Events. Ich mag Quicktime-Events nicht. Achtung, muss echt nicht sein. Bekannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Ja, nächstes F. Achtung, Einschiebenbahngeschwindigkeit kritisch. Bremsen betätigen. So, habe ich diesmal geschafft. Jetzt komm schon! Das Ding scheint ja einfach nur hardcore zu klemmen. Ja, so fühle ich mich gerade auch. Okay, wer auch immer diesen Scheiß gebaut hat, sollte echt eine Trachtprügel bekommen. Okay, ich mach jetzt mal das hier auf. Denn da? Reaktiviere die Einschienenbahn, um auf der Basis zu finden. Versorge die Luftschleuse mit Strom und das Kontrollzentrum zu erreichen. Okay, also die Luftschleuse geht halt noch nicht. Gen. Durch die felsige Kraterbasis ist es schwer, die Reinholdstation zu erreichen, obwohl sie sich in der Nähe der Tonbauanlage befindet. Welches Transportmittel Sarah auch benutzt hat, die schmutzigen Flecken an ihrer verwitterten Anzug weisen darauf hin, dass sie die letzte Strecke zu Fuß zurücklegen musste. Ja, war wahrscheinlich sicherer als das, was wir gemacht haben. So, einmal Sauerstoff. Hat mir nicht geholfen. Okay, Rennen verbraucht anscheinend mehr Sauerstoff. Ganz offensichtlich. Problem ist jetzt bloß, wo muss ich hin? Bin schon wieder jetzt kurz davor, hier einfach nur zu ersticken wahrscheinlich. Ohne zu wissen, was ich jetzt tun soll. Muss ich da rein? Wartung? Ach, da oben muss der kleine Knirps hin. Schnell, schnell, schnell. Das geht nicht, okay. Er hat auf jeden Fall jetzt hier schon mal was entdeckt. Das ist großartig, dass ich da hin muss, aber ich komme da halt nicht rein. Ich komme da nicht rein. Das ist sehr gemein. Was mache ich denn jetzt? Schleuse geht nicht und ich finde keinen Durchgang. Ich finde gerade gar nichts. Ach. Na gut. Wir finden vielleicht doch was. Könnte bloß sein, dass der Sauerstoff jetzt vielleicht ein bisschen arg knapp wird. Na. Lass mal Schneider vorne winnen. Und runter. Fallen lassen.
den dahin nehmen. Zum Glück ist da schon Ersatz. Sauerstoff nehmen. Und damit ist das System... Ach du Scheiße. Ja, es wird schlimmer, bevor es besser wird. Kann da immer noch, noch nicht durch. Shit. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Er muss da rein. Und jetzt kann ich das Ding wieder aktivieren. Gut, und jetzt bitte Druckausgleich. Oh. Okay, am Ziel. Der Kleine ist jetzt wieder neben uns. Alles klar. Ich dachte, der muss halt irgendwie durch das andere dann reinkommen. Aber nö, ist nicht nötig. Wieder mal der Moonman. Unendliches Endspiel Achievement. Okay. Hoffnung und Verzweiflung. Als der Astronaut die schreckliche Wahrheit hinter der verlassenen Mondsiedlung aufdeckt, zögert er. Grünere Wiesen auf ferneren Planeten? Ist es Verrat oder Weisheit? Naja, auf fernen Planeten. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Wie wollen die denn... Ah, hier gibt es erstmal wieder was. Die ziehen jetzt, so wie es aussieht, Raumanzüge an. Oder sie spielen ein ganz komisches Spiel. Irgendwas von Evac Crew 1 oder MacArthur? Nichts. Der Funk ist tot. Was zur Hölle ist da los? Der Strom in den Gleisen ist auch weg. Keine Ahnung, Beeilung. Bringen wir das Helium zur Mondzentrale, bevor MacArthur und die Evakuierten ankommen. Wir trennen uns. Du stellst die Stromversorgung der Bahnstation wieder her. Und ich suche den Vorsteher, damit wir gemeinsam evakuieren können. Auf geht's. Warte, da ist er. Fenster, 6 Uhr, Kontrollzentrum. Sichtkontakt. Überprüfe du den Zug. Ich kümmere mich hier um. Während sich die Ereignisse auf dem Copernicus-Außenposten abspielen, erreicht MacArthurs zweite Outward-Einsatzgruppe die Reinhold-Krater-Basis. Bei der Ankunft stellen sie fest, dass sie anscheinend nicht abreisen können. Ja, wir wissen ja warum. Weil der MacArthur sie im Grunde geopfert hat. Die Einschienenbahnstation, oder im Grunde ermorden wollte, wurde aus unbekannten Gründen abgeschaltet. Sie können nicht mit der ersten Einsatztruppe kommunizieren und haben nur noch wenig Zeit, um ihre Mission abzuschließen. Aus diesem Grund teilen sie sich auf, um ihre Ziele neu zu erreichen. Aufgezeichnet am 22. 5 Stunden vor Blackout. Also irgendjemand hat jetzt die Aktion von MacArthur sabotiert. Verstehe ich das richtig? Klingt fast so. Trotz der Bemühungen der WSA, die geistige und körperliche Belastung der Mondkolonisten auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, blieben nicht alle Kolonisten von den Bedingungen auf dem Mond unberührt. Die Ereignisse in Huygens und die Einsamkeit in Reinhold scheinen Spuren im Verstand des Basisbetreibers hinterlassen zu haben. Ja, das glaube ich auch. Ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass der MacArthur noch ganz knusper ist. Wer auch immer das liest, finde mich. Ich bin nicht verrückt geworden wie diese Typen. Sarah. Sarah sagt, sie wäre nicht verrückt geworden. Ja, sie machte bis jetzt auf mich auch keinen verrückten Eindruck. Obwohl sie eigentlich allen Grund dazu hätte, verrückt zu werden bei dem, was hier passiert ist. Und was man ihr angetan hat. Was haben wir hier noch? Hey! Hey, sieh da! In der Tombow-Anlage gab es eine Fehlfunktion. Evakuierung zur Copernicus Mondzentrale. Aber der Zug ist zum Stehen gekommen. Wie können wir das gleich reaktivieren? Wir haben es eilig. Warum sind Sie hier? Haben Sie mich mit diesem Ding beobachtet? Wollen Sie zu den Kuppeln? Bei Huygens. Hat jeder Kolonist, immer was... wir sind zu Ihrer Sicherheit hier. Direkter Befehl des Lunarrats. Besonders der Rat. Bitte komm! Neuer Boss. Mit Arthur. Wie kriegen Sie nicht so laufen? Hattest du mehr Glück? Immer am Spionieren. Nein, nur ein Irrer. Ist immer nach. Schluss mit den Rätseln, Alter. Wie kommen wir zur Mondzentrale? Wenn die Züge ausgefallen sind, müssen Sie die Käfer nehmen. Die tragen Sie rüber. Wenn Sie es überhaupt aus dem Krater schaffen. Der Sand hier draußen ist rau. Hab viele Käferbeine zerschunden, um drüber zu kommen. Aber einen Weg gibt es. Gab es jedenfalls. Ich kenne ihn. Bin ihn 100 Mal gefahren. Die Rover.
Komm wieder rein. Ich hab da was. Bring die Ladung mit. Okay, anscheinend gibt es hier mehr Kolonisten, als ich gedacht habe, wenn die sogar irgendwelche total Bekloppten hier haben, von denen sie nicht mal wissen. Also es sind genügend Leute, dass sie sich nicht alle persönlich kennen. Es geht alles hier hin. Auf der Rückseite, all die ungeklärten Lieferungen an Materialien und Helium-3 landen immer bei Copernicus. Wieso? Ja, ich habe so das Gefühl, ein ganz mieses Gefühl. Warte mal, da hat jemand, so wie es aussieht hier, also eine Art Organigramm hingemacht. William MacArthur, Fragezeichen. Isaac Johansson, checks. Ich kann das nicht lesen. Diese Handschrift kann ich nicht lesen. Was sind das für Dinger? Also was ist das? Sie können nicht für die Kommunikation sein. Wir hatten bereits auch ohne sie eine Radarkommunikation. Also der Typ, der fragt sich, was hier gebaut wurde. Also diese goldenen Kuppeln scheinen das Geheimnis zu sein. Oder ein Teil des Geheimnisses. Wie auch Maria Gonzalez, die ebenfalls die Huygens-Fehlfunktion überlebt hatte, hat Reynolds-Betreiber Edgar Davis nach Antworten gesucht. Ah, das war also einer der letzten Überlebenden. Seine verwirrenden Entdeckungen beschuldigen Rosa Lavert für die Huygens-Kryoschlaf-Fehlfunktion und stellen eine verdächtige Verbindung zwischen der Aktivität des Lunarrads und dem Verschwinden von Helium-3 her. Ich habe doch von Anfang an gewusst, dass da offensichtlich diese zwei Vorfälle miteinander zusammenhängen, aber warum? ASE schützt sie, während sie uns retten. Geiles Bild. Kann ich nicht kommunizieren mit? Okay. Okay, also wirklich weitergekommen bin ich dadurch jetzt allerdings aus meiner Sicht nicht. Das hier irgendwie öffnen? Nein, kann ich nicht. Obwohl dahinter, man sieht, dahinter ist etwas. Kann es aber nicht öffnen. Warte mal, ich kann mit dem kleinen Knirps jetzt da rumfliegen. Gucken wir mal. Das geht jetzt, okay. Da komme ich aber wahrscheinlich nur wieder raus, oder? Warte mal, vielleicht muss ich aber den Strom abschalten. Vielleicht kann ich dann mich frei bewegen. Das war eher über halb weit gedacht. Was denn hier? Ha. Einfach nur so ein kleiner Fahrstuhl. Aber das hier ist jetzt deswegen nicht ausgefallen. Nee, das hilft mir nicht weiter. Okay. Immer noch hier. Ist hier auch gerade eben nicht mehr raus. Deswegen geht hier auch nichts. Hat an Emergency. Mal, ob ich da irgendwas machen kann gerade eben. Jetzt komme ich auch nicht mehr zurück, ne? Doch, ich komme zurück. Ich bin ja auch nicht. Ah, jetzt bin ich zu weit weg langsam. Nee, das ist, glaube ich, jetzt gerade eben eher so eine kontraproduktive Nummer gewesen. Ich war nicht so schlau. Aber was mache ich jetzt noch? Auf jeden Fall das erste ist mal wieder da. Überprüfe den Status des Reinhold-Kraterschlosses im Kontrollzentrum. Ja, aber da war ich doch gerade eben, dachte ich. Der Fahrzeughangar. Kontrollzentrum. Was kann ich denn jetzt hier noch machen? Surface Ops. Luftschleuse. Bringt mir auch nichts. Doch hier.
Okay, ich muss so nah ran. Alles klar. Okay, MPT-Diagnose starten. Verbindung zum MPT-Netzwerk wieder mal nicht herstellbar. Ja, ja, ich weiß. Pfeiler 1 muss ausgerichtet werden. Stationsenergie für Langreichweitensteuerung ungenügend. Motoroberflächen Zugang über Fahrzeuge. Fahrzeughangar öffnen. Okay. Da öffnet sich jetzt der Fahrzeughangar. Also gut, wir müssen erneut Energie übertragen. Wir können jetzt tatsächlich diese Luftschleuse verwenden. Oh, was haben wir denn da? Sauerstoff, okay. Das ist ja jetzt nicht so geil. Evac 2 an Evac 1, komm. Wir müssen das Helium per Rover zur Mondzentrale bringen. Den Zug kriegen wir vor der MPT-Abschaltung nicht zum Laufen. Evac 1, komm, hören Sie mich! Worüber lachst du? Zum ersten Mal weiß ich alles. Keine Geheimnisse mehr. Nur ein kleiner Schalter. Sonst brauchte ich nichts weiter. Vergiss ihn. Verschwinden wir von hier. Ich musste wissen, was sie planten. Und jetzt weiß ich es. Nur der Treibstoff. Helium 3. Der Weg hier raus. Wegen dir sitzen wir hier fest. Lass ihn. Er ist es nicht wert. Wir müssen los. Nur... ein kleiner Schalter. Der Rest waren Sie! Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast. Hast du aufs Spiel gesetzt? ASEL 30. Nicht! Eindämmungsprotokoll aktivieren. Nein! Was? Okay, man kann diese Dinger tatsächlich auch zum Angreifen verwenden. So, Sauerstoff genommen. Also irgendwie ein kleiner Schalter. Er redet von irgendwie einem kleinen Schalter. Ich guck mal, ob ich hier so einen kleinen Schalter finde. Und ich könnte jetzt erstmal hier reinfahren, aber das Problem ist, ich komme hier halt nicht weg, ne? Ach so! Ich war da rausgetragen. Und ich habe mich gerade eben schon gefragt, was ich tun muss. Das ist ein Kran. Ein Magnetkran. Na gut. Blumps. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal da drüben hin. Nehme ich mal an. Er sieht zumindest so aus. Und dürfe erst wieder Strom jetzt hier irgendwo umleiten. Dann leiten wir mal Strom um, wie die Großen. Langsam. So. Schnell rein. Und die Schleuse geschlossen. Oh. Das sieht nicht so gut aus. Ja gut, aber dafür haben wir den kleinen Kollegen, ja. Dafür haben wir ja diese Kollege. Die hatte da ohne Probleme durchgepasst. War ja relativ offensichtlich. Okay. Und wieder draußen rumklettern, ne? Kennen wir ja. Und welche Todesfallen haben sie dieses Mal für uns vorbereitet? Echt gespannt. Bis jetzt noch gar keine. Ja, bis jetzt wirklich noch gar keine. Bin einfach hochklettern bis jetzt. Fehlen nur noch so Jump'n'Run-Einlagen, ne? Ach nee, ich hab's gewusst. Scheiße. Okay. Das ist jetzt
Ich wollte es echt nicht gesagt haben, aber es ist so scheiße. Okay, dieses aus. Gut. Und ich mache gerade eben noch dumme Witze. Ich werde nie wieder dumme Witze in diesem Spiel machen. Natürlich, ey, kommen wir Jump-Run-Einlagen. Oh Gott. Okay, aber wir sind zum Glück schon da. Hui. Alles klar, gut. Wir haben wieder Sauerstoff. Alles gut. So, dann wollen wir mal. Der kleine Dude ist schon hier dran. Und drehen, 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 drehen. Auf was muss ich jetzt denn ausrichten? Auf den da? Ne, ich muss es... Ah, der ist außer Reichweite. Das heißt, ich muss es übertragen. Von einem zum nächsten. Quasi. Ich energetisiere den einen und danach den anderen. Lokale Mikrowellenenergie übertragen. Was haben die denn noch alles kaputt gemacht? Oh Gott, ich habe nur 3 Minuten. Bevor das Ding wahrscheinlich auseinanderfällt. Oh Gott, bitte nicht. Schöner Krater. Alle, die der Meinung sind, sie müssen einfach so durchpesen. Ja, geil. Ist ja alles super hier. So, aussteigen. Ist aber schnell. 2 Minuten. Ganz im Ernst, mir geht vorher... Vorher geht das Ding kaputt, bevor mir der Sauerstoff ausgeht. Oh, scheiße, ey. Schnell, 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 schnell. Und raus da. Geh auf, Tür. Oh Gott. Ja. Ui, voll vertrauenswürdige Konstruktion. Au, au. Oh, ich habe mir gerade den 2 eingefangen. Jetzt muss ich da hoch. Noch mehr Strom. Ist klar. Das alles Auto. Ist. Oh, das war gerade ein pures Glück. Und hoch. Oh. Scheibenkleister. Scheibenkleister. Ja, ich hab's geschafft. Schnell! Natürlich geht der Countdown weiter! Es ist ja nicht so, dass wir ohnehin schon knapp an Zeit wären. Schnell, interagieren. Jetzt muss ich das hier eindrehen, eindrehen. Oh Mann. Schneller, schneller. Und los geht's! Boah. Ein Licht in der Finsternis. So, wir haben es geschafft, Leute. Und damit bin auch ich geschafft für diese Folge. Ach, wie schön, es fällt jetzt auseinander, oder? Macht bestimmt mein Auto putt. Toll. Juhu. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, ne? Autsch. Bis zum nächsten Mal. Boah. Viel Zeit durften wir nicht haben, ne? Weil Sauerstoff und so. What the fuck?
Ich wollte doch gerade beenden. Lauf! Schon wieder so ein Sauerstoff-Run. Okay. Muss ich da drüben jetzt rein? Oh Gott, ey, wie der Sauerstoff halt echt flöten geht, ne? Hardcore. Ja, lauf hin. Da kommt noch was raus. Das rettet dir das Leben, Junge. Und. Oh. Tja, 7 wäre cooler gewesen. Dann wären wir bei 007 gewesen. Oh mein Gott. Ja, ich bin bedient, liebe Leute. Also, bis zum nächsten Mal jetzt wirklich, ne? Schöne Zeit bis dahin. Tschüssi. Und... Ade.